Leute, ich bin in Genf. Und das Hafenwasser ist so klar. Crazy, oder? Leute, ihr glaubt nicht, was mir widerfahren ist. Ich glaube, es ist, als ich bin so krass am Grinsen jetzt, weil... Lol, also es regnet auch und gewittert. Das hat damit auch was zu tun. Ich war nämlich gerade in einem Restaurant und oh mein Gott, also ich bin ja in Annecy. Ich habe es noch nicht gesagt, aber ich bin in Annecy in den französischen Alpen, um einen dreiwöchigen französischen Sprachkurs zu machen. Ich habe mich angemeldet für A2. Weil ich eigentlich noch nicht mal A1 fertig habe, aber naja. Oh mein Gott, es ist so crazy. Werde ich jetzt hier bei Rot gehen? Ja. Schaffe ich das noch? Also ich bin so hier in meinem Hostel angekommen heute Nachmittag. Dann war ich kurz, also dann war ich so ein bisschen am See. Hab da erst nichts gefunden, das war so lala. Bin dann in Baden gegangen, das war sehr schön. Und dann habe ich noch gelesen auf der Wiese, das war auch cool. Und dann bin ich so wieder in die Altstadt gegangen und habe halt was zu essen gesucht und ich habe auch erst nichts gefunden. Hat es auch angefangen zu regnen. Naja, und dann, oh mein Gott, habe ich mich entschieden, in einen kleinen, so griechisch-mäßigen, aber so fake Laden zu gehen, also Restaurant, und saß dort wie auf so einer Mini-Terrasse, also so wie, also so quasi auf der Straße, bei so einer Gasse. Und unter der Markise. Und neben mir saßen wirklich zu dem Zeitpunkt die anderen einzigen zwei Personen, die dort waren. Ein Ehepaar, würde ich annehmen. Und die haben halt gegessen, bla bla bla. Ich habe eins bestellt. Dann kam irgendwann deren Sohn, hat sich dazu gesetzt. Dann kam sie so ein bisschen dichter ran, weil es hat dann geregnet und sonst wäre er nass geworden. So, und dann fing es nämlich an, weil dann bekam ich mein Essen. Und dann haben sie mir guten Appetit gewünscht. Und dann ging ja die Story los. Dann haben sie angefangen mit mir zu reden. Dann hatten wir eine Konversation, bei der ich versucht habe, mich zu verständigen, was auch einigermaßen, denke ich, geklappt hat. Ich glaube, sie haben verstanden, was ich gesagt habe, aber ich konnte leider nicht so viel sagen, natürlich, sondern eher reacten zu dem, was sie sagen. Und dann, auf jeden Fall haben wir geredet, es ist darauf hinausgelaufen, dass deren Sohn jetzt meine Handynummer hat, damit ich Bescheid sagen kann, weil ich ja niemanden hier kenne, bisher. Damit wir chillen können, damit er mich einladen kann, dass ich mit seinen Freunden chille. Und dann haben sie einfach noch mich zum Essen eingeladen, weil dann sind sie nämlich gegangen und der Typ hat so bezahlt, dieser Mann, und kam dann wieder raus und haben wir uns so Ciao gesagt und es war voll nett und es war mega. Und dann sagt er nur beim Abschied, ja übrigens, ich habe sie eingeladen, jetzt gerade. Und ich war so, nein, was? Doch klar, ist doch mega nett. Und dann war ich so, oh mein Gott, danke. Merci beaucoup. Und es war mega nett. Es war überhaupt nicht weird. Ich denke, es könnte weird klingen, wenn man nicht dabei war. Aber war es wirklich überhaupt nicht. Sie waren ultra nett. Sie haben mich eingeladen irgendwie zu denen. Und ich weiß wirklich nicht warum, weil so viel konnte ich wirklich nicht preisgeben von meiner berauschenden Charakter. Deswegen war das wirklich sehr spannend. Aber jetzt frage ich mich natürlich, warum habe ich mich angemeldet für einen A2-Kurs, wenn anscheinend mein Französisch ja schon reicht, um Nummern auszutauschen und zum Essen eingeladen zu werden und irgendwo sonst noch hin, was ich nicht ganz verstanden habe. Naja, cool, oder? Jetzt bin ich natürlich ultra froh, weil das war wohl ein crazy Auftakt zu diesem Abenteuer und ich dachte schon, oh nein. Ich war ein bisschen aufgeregt beim Essen, weil ich dachte, oh nein, jetzt gehe ich gleich in mein Hostel. Und vorhin, als ich angekommen bin, war halt noch niemand da. Und ich werde aber halt die Leute natürlich kennenlernen. Und die Leute, die mit mir in einem Zimmer sind, denke ich auch, also sind alle auch bei diesem dreiwöchigen Französischkurs. Deswegen werden wir uns sehr doll kennenlernen.
aber ich hatte ein bisschen Angst, dass ich sie vielleicht nicht mag oder dass sie mich vielleicht nicht mögen. Aber jetzt habe ich ja schon mal einen Kontakt in dieser Stadt. Gut, das war voll clever. Ernsthaft, ich konnte jetzt auch. Nee, Moment, du musst aber erstmal eine Karte aufnehmen. Hallo. Ah, ja, so. Spannend, ne? Das ist super, ein Female Choice heißt das Buch. Er hat mir das wärmstens empfohlen. Du kannst jetzt Leute. So, jetzt hab ich noch. Wenn sich die Zeit zieht und jeder Tag so warm ist und du die ganze Zeit da bist, dann weiß ich, warum ich lebe, meine Zeit mit dir verbringe. Am Abend dann gemeinsam. Was? Peter Fox? Ach so. Ich dachte, was für ein Peter. Ich bin gerade alles durchgegangen, was du mir aus deinem Privatleben erzählt hast. Aber nee, die Straßen waren immer noch super zu befahren. Und es war dann auch irgendwann ein bisschen egal, ob man tags oder nachts gefahren ist. Ja, ja. So, und dann sind wir tatsächlich die letzten Etappen nachts gefahren, weil weniger Verkehr war. So durch den Nordkap-Tunnel und so. Ja. Ah ja. Sieht irgendwie so schön aus. Es hat auch geregnet letzte Nacht ganz schön viel. Ist euch schon mal aufgefallen, so Jesus-Statuen? Ja. Die waren richtig oft so allerdings. Ja. Dann die Ecke vielleicht? Oder war der hier vielleicht? Ja, okay. Viermal. Aber wollen wir das filmen oder nicht? Film. Film. Nein, es ist Film. Es ist Film. Okay, Film. Film. Okay. 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 Alles. Ey, warte mal, hier den hier in der Mitte? Ja, warte mal. Okay. Boah. Da schon. Wir machen den mal. Ja, den hier. Ja. Ich ziehe gleich mal den hier weg. Oh, der steht noch. Der steht hier noch. Ja. Ich hab den hier raus. Zack, oh. Jenga. So, ich hab Jenga gewonnen. Okay, das war's. Das wäre ein gutes Foto gewesen. Hammer! Also aus dem Tier direkt das Verb gemacht. Können wir das auch noch mit anderen Verben in Deutsch? Ich bin gar nicht mit meinem Radl gefahren. Also nicht professionell. Nein. Ja.
Wegrand. Streift durchs gelbe Feld, wie bei Gladiator. Ein Helm auf wie ein Held. Von zu viel Vino, Cantuccini machen Kilos. Wir rollen durch die Hügel, im Lancia Sportivo. Häng am Pool of Cypress, Hilbelaf. Auf Freibad, Skills für Celentano und die Grill Toscano. Oh, aber hat keine Wahl. Schau niemand noch mal rein. Aber zu kalt. Malibu Beach ist heiß. Aber zu weit. Ich bin nun bleib. Ui! No! Alter, mal so easy! Chillig! Wird hier wohl was passieren? Okay, er wird jetzt in die Fresse gleich. Er ist doch gleich wirklich ab. Wow! War fast rein! Natürlich! Sie weiß, wie man lebt. Ich hab wie schön der Schaum ist. Cool. Voll. Hallo. Ich habe gerade eine kleine Chillzeit auf meinem Hochbett. Ich bin jetzt seit 2 Wochen hier auf diesem Sprachkurs und es ist so crazy schön und es ist so intensiv und es sind so viele liebe Menschen da und es ist so viel Gemeinschaft und es gibt mir ganz viel Energie und so Freude und inneren Frieden und das ist richtig krass. Meine Haut ist auch viel besser, obwohl ich ultra wenig schlafe. Das ist irgendwie mega krass und gestern hatte ich so ein bisschen einen kleinen cranky Tag. Und ja, ich war richtig doll einfach krank, weil ich so eine kleine Lebensmittelvergiftung hatte. Aber ja, das war auch irgendwie, also es war auch richtig schlimm, aber es war auch so schön, weil sich so alle so crazy doll gesorgt haben und alle so ultra sich gekümmert haben. Und es war einfach so schön. Und es war so verhältnismäßig so angenehm, hier krank zu sein, weil es so viele Leute gab, die sich so ehrlich Sorgen gemacht haben und so voll mir so geholfen haben und so. Das war voll schön. Genau, und jetzt habe ich gerade hier eine kleine Alone-Chill-Zeit und schreibe so einen kleinen Bericht. Es ist gerade Samstag und es sind voll viele Leute jetzt heute so ausgeflogen und machen so Ausflüge und so. Ja, und ich bin so mit ein paar anderen Leuten hier geblieben und wir wollen einfach, glaube ich, nachher mal so an den See mit dem Fahrrad und so. Wir haben einfach Fahrräder seit einer Woche, glaube ich, und es ist crazy anderes Lebensgefühl. Das ist so ungefähr die Lage. Es ist einfach richtig schön. Diese Zeit vergeht ultra schnell. Ich weiß gar nicht, wie das möglich ist. Also, lol, wir haben jetzt so eine Woche und haben so vorhin irgendwie darüber geredet, was wir eigentlich alles noch machen wollen. Wir noch irgendwie so um den See fahren. Alter, diese Stadt ist auch so crazy schön. Noch irgendwie um den See fahren mit dem Fahrrad. Das sind, glaube ich, so 40 Kilometer. Dann so Tretboot fahren und Paragliden. Also es ist noch viel zu tun und wir haben ja jeden Tag auch vormittags oder nachmittags Sprachkurs. Das ist auch voll cool. Genau. Und ich liebe so mein Zimmer und es ist alles einfach mega sweet. Ich weiß gar nicht, wie das sein kann. Ich hatte irgendwie so ein bisschen auch so Schiss, aber es war einfach, es ist einfach richtig gut. Und vor allem gerade so irgendwie nach diesem letzten Jahr, in dem ich auch voll viel Zeit richtig oft alleine verbracht habe und so, was auch gut war und was auch nicht schlimm war oder so, habe ich glaube ich aber auch so, also oder wäre das, habe ich glaube ich aber auch so ein bisschen vergessen, dass mir das auch voll gut tut, wenn ich mit richtig vielen, also wenn ich mit so Leuten zusammen bin und wenn ich vor allem mit Leuten zusammen bin, mit denen ich, die ich halt mag und mit denen ich irgendwie, denen die Vibes stimmen, und die cool sind und mit denen ich viel lachen kann und so. Und das glaube ich so ein bisschen vergessen oder habe es nicht so richtig gefunden auch vielleicht und hatte das nicht so viel und habe dann so nicht so richtig gecheckt, wie viel mir das eigentlich gibt und wie viel ich eigentlich auch so Zeit brauche und wie gern ich eigentlich auch so unter anderen Leuten bin. Aber manchmal ist es auch schwierig, also
keine Ahnung, ich habe auch nicht unbedingt, ich hatte einfach nicht so große Gruppen, so viel. Ist auch voll okay, aber es war jetzt irgendwie auch voll schön, wieder so das zu erfahren. Deren Namen ich nicht kenne, die häufig ab und zu mal bei uns sitzt. Ah, ja. Kein Label, doch trotzdem 99 Drinks, kein Problem. An der Bar im Hotel, Höhenflug, so wie ein Vogel. Mir geht es gut, viele Grüße, weil durch Herz, was ich fühle, Nacht durchzecht, Gefühle sind echt. Oh, warte. Aber ein gepiekst wird, läufst du weg. Ja. Aber ich dachte immer, das haben nur Bullen, ehrlich gesagt. Weil die hat Elsa. Ja. Heike total entspannt. Damit würde ich nichts ausrichten. Ja. Also von ihr sieht's gut aus. Gibt's doch auch sowas wie Kokosweg. Chillig. Erstmal Fegefeuerweg. Leute, komplett insane. Wir waren auf einer 5-stündigen ungeplanten Wanderung. Was zur Hölle? Ich bin so fertig. Komplett erschöpft. Und dann wird es hier gleich einen kleinen Zoom-Call mit dem FSR. Cool. Und trinke jetzt aus seiner Tasse einen kleinen Mangosaft. Cheers. Also, wahrscheinlich müssen wir morgen zu jeden Fall ein Handtuch ausstellen. Ja, schon. Ich genommen, was sie sagt, sie erzählt mir, was sie mag, mir wird heiß, Puls 1000. Ich seh Feuer brennt in ihren Augen. Hol den Feuer nicht, hab ich bisschen Angst. Ich verbrenn an ihren Tag. Mega. Hä? Da war ich halt nicht dabei. Hm? Abendsonne und Moretti, labern Schrott, wir sind happy. Die Nacht bringt die Kühle, Neonlicht, Plastikstühle. Adriano singt von Liebe. Cosa? Und wir canceln unsere Flüge. Hang am Pool auf Cypress Hill, Bella Figura, Freibad, Skills für Celentano und die Grill Toskana Fanboys. Chill. Was, wir bummeln? Quatsch! Ja, ich kann es mal zeigen. Verschiedene Techniken, die bei der Animation zum Einsatz kommen. Das internationale Festival des Animationsfilms von Annecy findet jedes Jahr Mitte Juni statt. Toll! Thank you.
Richtung ist ja so viel steiler. Jo. Weiß ich auch nicht, vielleicht wollen sie nochmal zum Bäcker. Komm, get safe zum Bäcker.